Hallo, ihr Leckerschöne, herzlich willkommen zu Horstlich, da kocht heute lecker Kuhfleisch hier. Ja, wir haben hier ein lecker Pöttchen, unser lecker Essen hier mit dem Sarazza, mit dem, wie heißt das, Slimessiv und natürlich Tommy und Wurst kommt gleich auch in den Topf. Ja, ja, hallo. Und, Daisy. Herzlich willkommen hier in der Kochrunde. Ja, wir haben hier natürlich am das beste Fleisch abgeschnitten, das Kobe-Fleisch. No, das Kobe-Fleisch. Und man sieht schon, der Cooking Pot ist knallrot. Wir haben alle Angst, dass der gleich wie eine Eins in der Luft fliegt. Wie so eine Rakete so. Habt ihr da mal reingeguckt? Hier zum ersten Mal Fleisch. Der Cliffhanger in der letzten Folge. Ben. Und wie lange dauert das wohl, bis das fertig ist? Das sitzen wir jetzt hier durch 2 Stunden und ich habe noch so viel Fleisch. Wir brauchen unbedingt noch ein... Haben wir noch einen Gaskanister, wenn der leer ist? Einen Gaskanister habe ich. Okay, ja, dann können wir echt alles durchbraten. Ready for takeoff. Was ist denn jemand mit mir mal nach einem Felsen? Ich glaube, wenn das ganz rot ist, dann kann man das wahrscheinlich rausholen und dann essen, oder? Ich gehe mal mit dem Benni nach dem Felsen suchen, während ihr das Lager haltet. Okay? Ja, wir bleiben im Lager. Ich esse auch mal eins. Aber es ist heiß, Curry, ne? Ja. Pusten, ne? Ne, ist ehrlich heiß, es ist knallrot, du darfst es, glaube ich, noch nicht sofort essen. Also tötet uns einer und findet hier richtig geil gebratene Steaks. Voll geil, ich habe auch noch voll viel zu essen jetzt hier am Start, im Rucksack. Also wirklich, wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr die nicht gesehen habt, die Kuh dezimiert. Beziehungsweise gleich mehrere Kühe, was aber nicht sinnvoll war. Wir hätten sie alle choppen sollen. Erstmal eine Kuh und dann die andere lieber leben lassen. Und irgendwie nicht aber so läuft's. Viel gebracht, oder? Nee. I have eaten some raw. Also es ist noch tatsächlich noch roh gewesen. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut, oder? Ja, das habe ich auch gehabt gerade. Kannst du sick werden dann? Nee. Also es wird nichts angezeigt. I'm extreme young. Hat nichts gebracht. Ich brauche auch was zu essen, leider. Kann es sein, dass wir eine Pfanne dafür brauchen? Das dachte ich nämlich auch. Oder ein Lagerfeuer. Aber es wird ja heiß. Dann fällen wir jetzt einen Baum. Ich trinke mal gerade was, Benni. Achtung. Ja, vom Lagerfeuer brauchen wir auch Steine, ne? Aber ich habe keine Pfanne. Wir müssen einfach wir können einfach ein Lagerfeuer machen. Das sollte eigentlich schneller gehen. Ja, aber die holen Steine und wir holen... Ja, wir müssen ja erstmal Steine finden. Wir suchen ja schon einen Felsen. Das mit den Steinen ist echt schwer, ich glaube. Und wir fällen hier mal einen Baum, hä? Ja, wenn nicht, dann ziehen wir einfach irgendwo um, ein bisschen weiter landinnern, sondern dann geht das schon. Wenn man bei unserem Topf irgendwann kommt der Steinbruch, da gibt es auf jeden Fall welche. Ach nee, das war... Nee, ich fäll hier einen Baum hier. Oh, der sagt mir gerade, mein Maus tastes weird. Oh ja, I have a funny taste in my mouth. Oh nein, bitte nicht. Jetzt werdet ihr alle krank von dem rohen Fleisch. Was haben wir getan, Dennis? Meine Axt ist jetzt kaputt. Was hat uns der Lafter da aufgetischt? Meine Axt ist auch kaputt, aber es klappt trotzdem. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier nicht fündig. Ja, Steine ist ein bisschen... Aber ich kriege irgendwie kein Firewood. Geht echt nicht. Du kannst also nicht draufschlagen, musst du es mit der mittleren Maustaste machen. Ja. Ihr müsst ihn nicht fällen im Baum. I have a funny taste in meinem Mouth. Oh. Aber das Fleisch ist knallrot, aber es passiert nichts. Aber das geht echt auch mit meiner Axt leider auch nicht mehr, weil die ist ebenfalls ruined. Boah, die gehen viel schneller kaputt jetzt, habe ich das dumpfe Gefühl. Nee, ich glaube, glaub, wir sollten zurück, Benni. Wir sollten auf jeden Fall umziehen. Wir kommen zurück zu euch. Wartet da. Nicht, dass wir uns jetzt trennen. Ich habe im Notfall auch noch einen Gaskanister, also packt das Zeug ein. Ja, alles mitnehmen. Ja, irgendwie wird es hier im Topf, glaube ich, nichts. Ich habe den Topf mal dabei. Der ist nicht so... Dann brauchen wir eine Pfanne tatsächlich. Oder wir brauchen halt das Lagerfeuer. Ja, das Lagerfeuer sollte, glaube ich, helfen. Ich habe den heißen Topf einfach im Rucksack gepackt. Ja, klar. Die Kochshow hier heute bei Let's Play Daisy. Aber ich finde es echt cool, muss ich sagen. Also, ich finde es auch cool. Das ist auf jeden Fall lustig. Nimm mal vor allem haben wir dann keine Nahrungsprobleme mehr, so krasse. Das nimmt halt echt viel. Ja, wenn Fleisch dann irgendwann fertig kochst. Wird. Ja. Aber das wird wahrscheinlich auch schlecht, ne? Ja, das denke ich auch. Den müssen wir wahrscheinlich Lagerfeuer machen irgendwie. Ah, es wäre natürlich deprimierend, wenn wir jetzt tatsächlich verhungern sollten mit so viel Fleisch. Und jetzt haben wir aber auch gelernt, nicht roh essen dieses Fleisch besser, wie man hört. An den beiden Herren Currywurst und Dennis W. Also noch geht's mir gut. Kaninchen, ja, mir auch. Ich beobachte euch. So, wo ist denn jetzt das Holz? Was passiert mit mir? Ich glaub, warte mal, die waren noch weiter da oben, schießen. Oder? Was macht ihr? Entschuldigung. Tollwut bricht aus im Camp. Ja, das war immer ganz Zeit der Topf in meinem Rucksack total heiß ist. Ja, das war hier irgendwo. Wo ist denn das Holz, wenn man da... Da. Da sind sie ja, die Tönnisschen.
Ja, komm, dann gehen wir weiter. Wer hat denn noch eine Axt? Nee, du musst mit der mittleren Maustaste drauf, ne? Nicht schlagen. Ja, ja, mach ich ja. Mittlere Maustaste. Oh, da fällt der Baum. Da fällt er. Alter, okay, Schwede. Jetzt. Und jetzt? Ah, hier ist es. Schnappt euch das Firewood. Ich hab's. Sehr gut. Und warum brauchen wir Stein? Um das zu umringen oder was? Das ja, wir brauchen Feuer? Steine noch. Und dann müssen wir uns so ein Fire Starter Kit daraus craften. Craften. Also wir brauchen einmal Stein noch und dann sollte es, glaube ich, funktionieren. Ja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen nach Felsen suchen. Ziehen wir um, oder? Ja, ja, wir sollen jetzt auch nicht mehr. Wir müssen ja nicht unbedingt durch die Stadt laufen. Wir haben ja jetzt Essen. Also zumindest dabei. Naja, eigentlich gar nichts. Das stimmt, ja. Wir müssen auch nichts Brauchbares. Aber eigentlich sollen wir nur Stein. Felsen sind eigentlich schnell gefunden hier. Ja, suchen wir mal. Warte mal ganz kurz. Bleibt mal alle stehen kurz. Und ich bin wirklich krank. Ich bin sick. Hier laufen gerade drei. Nein, fuck. Genau das wollte ich nicht. Das heißt, könntet ihr euch übergeben. Ja, ihr hättet das eben direkt machen müssen, euch überfressen, aber wir hatten noch keinen Brunnen in der Nähe. Hm. Glaubt nämlich, das funktioniert, wenn man dann direkt kotzt. Ja, ich trinke einfach noch, was ich habe jetzt hier. Wartet kurz, Leute. Ja, Moment. Ganz kurz stehen bleiben. Ja, wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen verloren aus den Augen. Nee, ich weiß, wo ihr seid. Ja, ich bin nicht sick. Ich bin sick. Das macht ja nichts. Noch geht's mir gut. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter hier links, dann kommt auch direkt das Steinmetz. Steinmetz? Ich bin der Steinmetz. Nein, also das, da gibt's ja so einen Steinbruch, genau. Hm. Ja, das hat jetzt auf jeden Fall eine Survival-Note hier alles. Finde ich schon geil. Also wie gesagt, es ist schon da, nur ist es halt schwer zu finden. Wie findet ihr das denn mit dem Essen, dass man sich jetzt selber was produzieren kann? Und was würdet ihr noch gerne in Daisy sehen? Das ist auch mal eine interessante Frage. Was würdet ihr denn gerne noch sehen? Also abgesehen von den Fahrzeugen. Fahrzeuge. Oh. Zelte. Lager. Helikopter. Zelte wäre geil. Zelte wäre auch geil. Oder so richtige Lager, wo da so wie genau, das meine ich. Ja, richtige Camps, das wäre echt geil, ja. Das stimmt. Da kann ja, man, das haben wir auch schon öfter angesprochen. Und dann 100er-Server irgendwie und man kann dann mit seiner Truppe in so einem Dorf, man kann sich so ein Dorf bauen dann. Gibt es ja tatsächlich schon in der Form, nur halt leider nicht für die neueren Versionen. Ja. Oh, der Topf geht langsam ab. Kühlt langsam ab. Wo seid ihr, Jungs? Wieder cool drauf. Blumentopf. Wir laufen hier weiter den Berg entlang. Auch. Ist der Benni? Warte, wir haben den Benni, glaube ich, verloren. Aber ich bin vielleicht auch vor euch. Da sind Steine auf jeden Fall. Wo? Oh? Ich bin bei Felsen. Die sind, bist du über einen Weg gelaufen? Weg? Nee. Nee, schon gut. Warte, wo ist denn der Benni? Ich bin direkt an der Straße jetzt. Hä? Eine Straße? Hier da geht ja eine Straße auch parallel. Dann ist der da drin. Dann muss er da runter. Ach, da sind Felsen. Ja, ich sehe es. Hau da mal gegen. Nee, du musst einfach mit der Maus rein. Ja. Du musst Maus rein, ne? Und dann hast du direkt einen Stein. Cool. Dann machen wir uns jetzt hier ein cooles Lagerfeuer und brutzeln das Fleisch. Naja, aber hier geht das irgendwie nicht. Es geht nicht bei jedem Felsen. Das sind, glaube ich, nur kleine Dinger. Ah. Kleine Felsen, da geht das. Wenn hier Felsen schon... Oh, ich bin aus Sekurie. Du auch? Ja, ja. Ich werde überlebe schon. Hey, wir brauchen was zu essen, damit wir kotzen können. Oder was zu trinken. Geht das auch mit trinken? Hey, wenn man stufft ist... Doch, man muss ja eigentlich nur stufft werden, oder? Hier vorne sind auch noch mehr Felsen. Ja, ja, das sind falsche Felsen. Ja, das müssen so kleine sein. Kleine Steine. Das ist eigentlich Schwachsinn, aber das ist halt so. Ja, das finde ich auch noch ein bisschen sinnlos, ja. Boah, der ist voll der Verrückte mit einer Spitzhacke. Ja. Okay, da müssen wir jetzt... Da vorne. Wo? Das ist, glaube ich, eine Wand, ne? Ah, das ist eine Mauer. Oder? Da kannst du trotzdem mal gucken. Nee, das ist... Nicht unbedingt, nee, das ist... Hier können Sie vielleicht mal, hier kannst du mal probieren, das hier. An der Mauer? Das hier. Ach nee, der hier. Ja, das ist keine richtige Mauer. Mindstone. So, ja, genau. Ja, perfekt. Oh, jetzt ist das. Benni dreht durch, Benni dreht durch. Du müsstest so einen Stein haben. Jetzt einen habe ich bekommen, ja. Gib mir den mal, Benni. Reicht das? Ach so. Kannst du den mal hier anlegen? Jetzt ist ruined, ja. Ein Schlag ging. Warte mal, wollt ihr den hin? Hast du den genommen? Ich hab den. Tommy, kannst du den vielleicht hier hinlegen? Der Tommy die Steine klaut hier. Ich leg ihn hier auf die Straße. Ah, cool. Ja, da kann ich die Spitzhacke ja wegtun. So, oder macht die noch Schaden? Ja, ich glaube im Kampf schon. Macht man sich, kann man ja mal testen. Meinst du, ein Stein reicht, Curry? Ich glaube, man braucht bestimmt mehrere. Achso, das ist hier auf der Straße. Nee, mach das nicht auf der Straße. Nee, aber ich frage mich gerade, wie das gehen soll. Ja, das frage ich mich auch. Also ich habe jetzt ein Feuerwut und einen Stein. Aber sonst... Vielleicht reicht das nicht aus. Eine Spitzhacke.
Nee, ne? Leider nicht. Nee. Leider nicht. Man muss auf jeden Fall ein Fire-Kit... Ja, man muss sich das irgendwie machen. Aber wie macht man das? Das Fire-Kit. Vielleicht brauchst du mehr Holz. Oder Sticks. Mal, wollen wir mal nachgucken. Warte mal, ich habe Sticks und ich habe einen Holzblock noch. Gib das mal dem Curry. Bist du das hier vor mir, Curry? Mit dem roten? Bleib mal stehen. Ja, der schwarze mit dem roten Rucksack. Mit dem roten Rucksack. Hier liegt er. Das ist, okay, so... Zwei Stöcke. Okay. Bin ich leider nicht, verstehe ich jetzt nicht. Oh, hier sieht's auch ganz schlecht aus vom Wetter heute. Ich kann nichts kombinieren. Ja. Nichts mehr mit Sonnenschein. Nee. Nee. Shit. Weiß ich nicht. Wieso geht das denn nicht? Das muss doch irgendwie funktionieren. Kann doch nicht so schwer sein. Recherchieren. Kann doch nicht so schwer sein, sich so ein Fireplace-Kit zu machen. Vielleicht brauchen wir noch mehr. Ja, aber das sieht guck mal, wie viel Platz das wegnimmt. Okay. Das sind eine Feuerstelle kann mit Streichhölzern erstellt werden. Um Feuerstelle zu erstellen, muss ein flaches Gebiet gefunden werden. Geht teilweise auch an Berghängen. Ja, aber wenn eine flache Stelle gefunden wurde, die geeignet für ein Feuer ist, öffne das Inventar und rechtsklicke auf die Streichhölzer, um die Feuerstelle zu erstellen. Du brauchst... Brennt ihr alle hin? Hat das jemand? Du brauchst Holzscheite in einem Inventar, um ein Feuer zu entzünden. Im Interaktionsmenü der Feuerstelle hast du die Option Feuer entzünden. Mit einem Stück Holzscheite solltest du das Feuer ein bisschen länger als 10 Minuten brennen. Es könnten mehr Holzstapel im Inventar, bla bla. Stelle sicher, die Feuerstelle mitzunehmen, nachdem du Feuer gemacht hast. Ist das für die Standalone? Ich glaube nicht, dass das für die Standalone ist. Okay, warte. Weil hier ist es noch so neu, ne? Das ist halt auch das Problem. Also mit der Matchbox kann ich nichts machen. Gehen wir mal, der Dennis kann ja nicht mit, der ist ja gerade am Rumsurfen. Muss ich irgendwie dieses Fireplace-Kit machen? Ja, sorry, Freunde, wir eruieren gerade, wie es funktioniert. Irgendwie muss es ja gehen. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Also ich habe ein Tutorial, warte mal. Kann den Major mal vielleuht gerade fragen? Ah, hier, ist ja auch immer das Schwierigste beim Survival. Ja, ihr nehmt einen Stein, ja? Ja. Da, warte, ich gucke mir das gerade an. Er nimmt sich den Stein. So. Der hat einen Stein hat er im Inventar. Ja. Der Stein. Ich gucke mir das hier gerade auf an. Tutorial bei YouTube. Ja, da ist der Stein. Das haben wir alle verstanden. So, und jetzt? Was macht er mit dem Stein? Okay, du musst Stein und Holz zusammenlegen. Stein und Holz. Ja, habe ich ja, aber das geht ja nicht. Ich kann das nur zusammenpacken. Und dann mit dem, zwei linke Hände. Und dann mit dem Dings entzünden. Heißes Tutorial, Alter. Das kann doch nicht wahr sein hier. Wie doof sind wir bitte? Warte mal. Wir werden verhungern. Ey, ohne Scheiß. Trink jetzt hier meine letzte Cola. Ah, hier, Leute. Nee, doch nicht. Ah, jetzt komm. Warte, hier vor zwei Tagen. Jetzt hab ich's. Oh. Ich esse Alter, mal das ist super lame, was wir hier gerade machen. Ja, aber komm, Alter, das gehört dazu. Nee, ich find, hier, Lagerfeuer. Sind die wieder überhaupt nicht vorbereitet? Ach, die haben das Lagerfeuer-Thread genannt, weil man da über alles reden kann. Ach, Leute. Ich frag den Major gerade, vielleicht weiß ich. Eigentlich. Ja. Die Suche nach einem Lagerfeuer. Ah, ich hab's. Ich glaube, ich hab's, Leute. Wo bist denn du? Warte, hier. Ich hab hier. Hat jemand mal. Warte mal. So, jetzt kommt es. Der Mage hat mir geholfen. Wo ist der Curry? Ja, ich hab's, Leute, ich hab es. Wie geht es denn? Erklär's doch mal bitte. Wo bist du? Man muss Bandagen mit Sticks zusammenpacken. Da hat man sich ein Fireplace-Kit. Das habe ich jetzt. So. Und jetzt gehen wir irgendwo hin. Ich glaube, wir sollten dafür also erstmal ein Plätzchen suchen. Ja. Ja, geil. Ja, wir braten heute noch. Danke, yeah. Major. Die Kochshow geht weiter. Ja, schön. Grüß an den Major. Ja. An den Major. Die Mayonnaise. Ein guter. Ist ein netter. Ist ein netter. Der Curry ist auch nicht bis nach Pakistan, sondern mach es jetzt mal hier. Sonst sind wir gleich alle. Ja, wir müssen eine gerade Stelle haben. Also okay, ja, hier sieht doch unsafe sein. Und komm, hau uns raus. Sein. Und hier ist noch voll scheiße, Leute. Ja, yeah, hier sind wir überhaupt nicht safe. Nee. Nicht schnell, wie geil rot der Wald aussieht hier. Abenteuer. Hier geht's doch, oder? Hier vorne. Hier ist eine etwas offenere Stelle. Versuch's mal hier.
Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ist ja nicht dunkel oder so, dann dürfte es nicht so schnell auffallen. Geil! Gut gemacht, Curry. Oh, zack, so. Und dann können wir, warte, ich krieg das Fleisch mal rein aus dem Topf, warte mal. So. Tu das Fleisch jetzt rein, Curry, ja? Hast du ja schon entzündet? Nee. Musst du ja machen, du Hampelmann. Wie geht das denn? Feuer mit dem Dings. Haben wir Streichhölzer? Ja. Ich hab Streichhölzer. Regnet halt auch, ne? Achte, man muss auf Windrichtung und alles achten, ne? Kein Problem, jetzt könnte ich unser Feuer. Komm, er schafft das. Unser Feuer Mitch schafft das. Mitch went out because of the rain. Ja, geil. Ja. Oh. Wir müssen unter einen Baum. Ja, ich, da, kann das steht, ich kann das immer wieder mitnehmen. Ich pack jetzt mal das hier weg. Wer denn das wer denn, hier, guck mal hier. Mach das mal hier. Siehst du, wo ich stehe? Warte, wo ist denn der Fireplace? So, ich nehme das mal wieder mit. Warum liegt da das Kuhfell? Ich weiß es nicht. Ja, wieso kann ich da, wo der Benny steht eigentlich, genau. Ja, genau. Die Leute in den Kommentaren bestimmt schon schreiben, wie behindert die sind, ey. Also das Fireplace-Kit kann ich gerade nicht mitnehmen. Wer war das? Ich. Alter. Es war so laut und so nah. Hier wieder am Duschtrain ist. Immer mal wieder kleine Späßchen am Rande, Freunde. Warum ist das Feuer immer noch hier? Weil man das nicht mitnehmen kann. Also ich nein. Kann das gar nicht mitnehmen. Doch, man müsste es eigentlich mitnehmen können, aber ich weiß nicht. Ah, vielleicht braucht man genug Platz. Boah, wer war das? Das war doch ganz gerade der Dennis nehmen. Mit deiner Magnum. Okay, mach mal hier vor dem Baum. Hier? Ja, so klar, ganz nah an dem Baum dran. Wie die alle mit dem Lagerfeuer am Rumfutteln sind und wir machen wieder die Scheiße hier, ey. Geht es hier auch? Ja, aber naja, hier geht es vielleicht auch. Was ist der Baum hier? Na, ob wir heute noch das Lagerfeuer sehen werden? Vielleicht sollten wir einfach in ein Haus reingehen. Hier könnte es doch gehen, oder? Da ist doch ein Tisch oder so draufstehen. Ja, hier müsste es gehen. You're no longer getting wet. So, warte. You're getting wet. Dalle hier you're stehen. No longer getting wet. So, Curry, hau rein, die Scheiße. Komm schon, Curry. Bin ich gespannt. Ja! Call krass, wie das geleuchtet hat. Krass, ey. So, Alter. Aber ich kann das Fleisch nicht reinpacken, Kinders. Ach doch. Na jetzt klar geht das. Entbrutzelt. So, da verliegt der Kochen. Sieht das geil aus. Ich baller dann auch noch was drauf hier. Da, komm das her. Sieht echt fett aus. Nein, alles der billig. Der Hammer. Ah, okay. Ah, komm, alle F3 hier, komm. Dann jetzt erzählt der Sarazza seine schönsten Lagerfeuergeschichten und läuft einmal durchs Feuer. Er sitzt im Feuer. Ham. Boah, wie geil so, das aussieht. Mach mal Fleisch drauf. Tommy, das sieht voll schön aus. Aua. Alter. Wer hat gekotzt? Ich kotze. Ah, geht weg, Leute. Geht weg. Wie hast du denn jetzt gekotzt? Schwein. Weiß ich nicht, das hat er automatisch gemacht. Alter, wie der gekotzt hat. Die Gegend abdunkelt. Es tut mir leid. Wenn ein Lagerfeuer ist, ne? I feel dizzy. Komm, setzt euch mal hin hier. Boah, das sieht mega cool aus, Alter. Das feiere ich so sehr gerade. Ich feiere das so krass. Ja, Mann, wir haben es hinbekommen. Geil. Ey, ja, wir können so die Folge cool jetzt noch nicht beenden, Leute, weil das war wir haben Feuer gemacht. Wir warten jetzt noch, bis es gebrutzelt ist hier. Wir können jetzt schon ein mega wir können ein paar Geschichten voll, erzählen hier. Oh, geil wäre es jetzt, wenn es Nacht wäre, oder? Ja, ist es doch oder nicht? Guck nee, mal. Es dunkelt einfach nur extrem ab. Aber sorry, weißt du, was ein bisschen behindert ist? Dass du unter dem Baum. Ja, es ist dann halt immer natürlich halt ein bisschen komisch. Aber das Fleisch wird nicht fertig hier. Vielleicht braucht es einfach lange. Vielleicht braucht es. Oh, ich habe auch das Firewood genommen. Oh, Walle. Nein! Was hast du gemacht? Oh Mann! Es liegt wieder da, es liegt wieder da. Hier, nimm das Firewood auch nochmal rein. Ach krass, wie sich die ganze Lichtverhältnisse verändern. Sofort wieder Tag hell. Ey, wie lustig ist das denn? Ja, das ist irgendwie auch noch ein bisschen buggy. Ich hab nur noch ein 96, Leute. Jetzt hört auf. Okay. So. Bist du immer noch sick? Ja, ja. Auch kotzen, du kotzt wieder ins Feuer. Ich hab ins Feuer gekotzt. Das sah so aus bei mir fast, ja. Geht da, also sind die alle nur noch bei paar 40%, weil ihr da schon mal reingebissen habt? Nee, das war schon so, Alle angeknabbert. Aber irgendwie werden die nicht fertig, ich glaube, wir brauchen einfach Geduld. Ah, die sind mal rot, ne? Ja, ja, die müssen, die kommen, die werden rot. Wann werden die denn fertig? Ich frag den Major, okay, ich hätte meins gern Medium. Ja, ne, ein bisschen blutig. So wie man es kennt. Aber nur Medium besser, nur wenn das Essen gut ist, weil wenn ihr nicht Medium esst,
Also wenn ihr dann ziemlich roh oder medium esst und es ist nicht so ein gutes Fleisch, dann kann das böse enden. Ja, das soll gesagt sein. Wir haben ja hier das Kobe-Fleisch. Oh, jetzt sind sie richtig. In südländischen Gefilden oder so, die, wo vielleicht nicht alles so, so sagen wir mal in Thailand oder sowas, da sollte man doch eher well done nehmen. Ich spreche aus Erfahrung. Da habe ich gekotzt wie ein Gartenschlauch. So, ich dachte, Scheiße. Du hast den Porzellanexpress benutzt. Nee, Alter, das ging so ab. Das war echt der Horror. Ich habe echt, ich glaube, ich liege zwei Tage flach, habe nur rumgekotzt. Ich konnte irgendwann nicht mehr kotzen, da war nur noch Galle. Also der Major meint gerade, 8 bis 10 Minuten kann man schon, kann das schon dauern. Ja, dann machen wir doch mal kleine Geschichten, erzählt doch mal. Habt ihr schon mal Lagerfeuer in echt gemacht? Ja klar. Nee. Ja, jeder, klar. Du ich auch, Dennis, bestimmt, oder? Früher im Ferienlager. Und da, was war das? Oder? Damals im Ferienlager wollte der Tommy eine Geschichte erzählen jetzt hier. Komm, Dennis. Ich wollte Dennis' Geschichte anstimmen. Und damals im Ferienlager habe ich mir eine Blockflöte hinten reingesteckt. Was? Das Ding ist, ich habe halt oft, ich bin ja am Fühlinger See aufgewachsen in der Nähe von Köln, da haben wir oft Lagerfeuer gemacht. Und es waren echt mal coole Partys, so mit dem Lagerfeuer, da am Chillen. Das ist halt eine schöne, schöne Atmosphäre. Will ich hier auch unbedingt noch machen, so eine typische California Beach Lagerfeuerparty. Da gibt es so ein paar Strände, wo man das machen kann, ey. Das ist bestimmt cool. Vielleicht machen wir das ja, wenn ihr hier seid. Ja, Mann. Geil, ne? Dann schnappen wir uns ja, wäre geil. Und sowas alles. Machen wir ja, richtig Curry, schön. Dann haben wir auch Pipi gemacht. Nimmt den Laptop mit und dann Curry und ich sind dann dabei. Machen wir Livestream, machen wir Hangout. Hangout vom Strand. Ja. Genau. Der Tommy hat sich gerade übrigens gemutet. Ist mir gerade aufgefallen. Tommy, falls du mit uns reden willst. Echt? Nicht, dass das ein Fehler war. Du warst gerade muted bei mir. Aber ich müsste, also, aber ihr hört mich jetzt, oder? Jetzt kann ich dich wieder hören, lieber Thompson. I want to eat something. Scheiße, Mann, Leute. Ja, ich habe auch langsam Kohle. Also das kann, wir müssen langsam echt aufpassen, gut. Meint der Major gerade. Also, nee. dass uns das nicht verbrennt. Aha. Mann, ey, ich fühle mich wie so eine richtige Hausfrau. Wer ist jetzt der Koch? Okay, du bist der Koch. Ist der Kochmeister. Grillmeister. Oh, lecker, lecker, guck mal hier. Er ist der Lava. Arakov-Steak. Wie geil ich mich hier... Warte mal ein bisschen zurück noch. Und jetzt setze ich mich hier auf dieses schöne Fell. Oh, ist gemütlich, das Fell. Das sah vorher besser aus. Ja, liebe Leute, es brutzelt in der Kiste. Und es dauert noch ein bisschen, wie man vom guten Curry erfahren hat. So, es ist aber schon mal so lecker. Es brutzelt in der Kiste. Oh ja, ne? Yummy, yummy. Ich hätte jetzt auch richtig Bock auf so ein Fell. Kann schon verstehen, wie ihr eben einfach reingebissen habt. Also, ja, wir mussten es einfach tun. Weißt du, was geil ist? Du lebst in so eine Zombie-Welt, weißt du, und du findest dann eine Kuh, schlachtest die und musst dann erstmal ein Lagerfeuer und so machen. Dann hast das leckere Fleisch, was ja gar nicht tropft im Rucksack, dabei und kannst es nicht essen. Wie lange hält sich das überhaupt so? Lagerfeuer 10 Minuten. Nee, ich meine, das rohe Fleisch im Rucksack, das stinkt ja auch irgendwann. Ja. Vor allem ist wieder schlecht dann, ne? Ja, ne? Um die Fliegen. Vor allem ist es wahrscheinlich voll unergiebig. Wenn das so 50% Essen ist. Ja. Sein hat ist halt die Effizienz von Reis. Müsste es ja eigentlich Reis haben. Reis ist eigentlich das Beste, ne? Ja. Wüsste, wo es gibt so. Theoretisch können wir jetzt auch den Reis kochen. Und vielleicht ist der dann noch besser. Hat jemand Reis? Rice-a-roni? Nee. Ich hab Reis, ja. Was, du hast Reis? Geil. Ja. Dann können wir doch nebenbei Gaskochtopf. Jetzt bauen wir hier eine richtige. Habt ihr denn noch Wasser? Ey. Wir brauchen dann noch Wasser wahrscheinlich. Ich hab noch Wasser in der Flasche. Ja, Alter, dann stellen wir den Gasdings hier auf. Dann machen wir. Der steht schon. Alter, ich habe noch einen Gaskanister. Ja. Ah, hier vorne, ja. Boah, super. Aber ich hab den Topf nicht mehr. Ich hab den Topf. Muss ich hin? Immer lecker, lecker, brutzel, brutzel, brutzel. Lava-Lichterlohe. Richtiges Essen heute, ein ganzes Menü. Ich fühle mich hier gerade wie im Dschungelcamp, du. So, ja, und jetzt den Reis rein. Den Moment. Shit. Ja. Rein den Shit. Was kann ich denn machen? Oh, jetzt habe ich mein Leben gelegt. Wie krieg ich denn den? Ach so, in den Topf, okay. Ich glaube, wir brauchen kein Wasser. Warte mal, ich mach das. Ich mach das. Okay. So. Nee, Reis kannst du nicht kochen. Nee? Schade. Vielleicht müssen wir erst Wasser in den Topf machen. Echt erst Wasser. Ja, mach mal, mach mal. Oh, das wär's. Ja, aber wie? Ich kann das nicht machen. Gib mal her das Wasser. Licht mit Drops, mal. Ich kann's einfach mal draufziehen. Ja, mehr geht genau. Alles nicht. Mach doch nicht. Komm, da packe ich auch noch Fleisch rein. Vielleicht geht das schneller dann. Ach, nee. Hä? Portable Gas Lamp. Erstmal kurz was vom Reis. Ey, dafür war der nicht gedacht. Ey. Oh, ich habe aus Versehen auf Eat All gemacht. Ist das schlimm?
Ja. Ehrlich? Kannst du abbrechen. Ein Witz, Alter. Ich glaube, dann hättest du dich auch sofort übergeben. Ich wollte gerade schon die kleine Pistole rausholen. Ja, also du meinst mein Reis. Und danach die Waffe meinst du, ne? Also nee, mit Dennis wird es auf jeden Fall ein PvP-Spiel. Der immer so anspielt, dass ich voll der schlechte DLC spiele. Oder Steak brutzelt noch vor sich hin. Alter! Ja, Walle, komm, ist gut. Leute, ihr nehmt das alles wieder viel zu leicht auf die Schulter hier. Ja, wenn der Walle gleich abgeschossen wird, lach ich. So ein Lagerfeuer ist auch gar nicht auffällig. Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen den Berg hochgelaufen. Also, eigentlich nicht, da. Weil wenn du jetzt hier rausgehst, ist es taghell. Meinst du, wenn ich jetzt furze, ne? Ist dass kalt? Eine Stichflamme kommt. Ey, aber das Fleisch wird einfach nicht fertig, ey. Aber guck mal, wie krass echt, das ne? leuchtet. Das sieht man auf 3 Kilometer Entfernung. Ja, aber wir haben es ja in Wirklichkeit nicht dunkel. Das ja, trotzdem. Ja, sieht aus wie ja, so ein Leuchtsignal. Heftig. Wir sollten das echt lieber in Gebäuden machen. Ja, das muss man meilenweit sehen. Sorry? Ich hab nichts zu trinken, ne. Da freue ich mich auf die Spieler, den Server ist nämlich ziemlich voll. Ja, ja komm mal her, wir machen hier Barbecue. Wir noch ein paar andere Leute und wollen hier mitessen. Machen wir Strandparty auf dem Berg. Das wäre echt lustig, wenn sich jetzt noch ein paar anschließen würden. Ja, die klauen unser Essen ja. Meins! Boah, das braucht aber ewig, ne? Boah, das braucht wirklich lange. Boah. Ich hoffe, wir haben in der nächsten Folge dann endlich was zu fressen fertig, oder? Spieler! Okay, nee, ich war hungert. Jetzt. Wollte ich nur mal testen. Was, du verhungerst? Benni, ja, wir haben jetzt den Gaskocher plus Lagerfeuer. Wir haben hier voll die Küche aufgebaut, ey. Oh Mann, ich brauche was zu essen. Hat jemand, aber es hat niemand an Salimbeck, ne? Da liegt immer noch der Reis. Leider nicht. Ey. Weil ich jetzt wird da von jemandem Reis. Der Tommy, ey, gib her den Reis. Ihr Schweine. Hey Tommy, der Reis liegt da. Im Feuer. 10%. Ey, wir brauchen auch was zu essen, Dennis, alle. Ja, liegt doch da. Eins. Oh, weg ist er. Ey. Ja, was meint ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das Fleisch heute noch fertig wird. Und ob ihr gerne ein Stück abhaben wollt. Ich schicke euch gerne was nach Hause. Postwendend auf den Grill. Oh, der ist... Was dauert echt ewig. Benni, guck nicht so, du hast mir Angst. Weil du sitzt mit dem, oder irgendjemand sitzt mit seinem hinter dem Feuer. Okay. Hier keine persönliche Duftnote. Warte, jetzt leg ich das wieder hin. Da liegt das Reis. Der Reis. Alter, wäre so geil, wenn wir gleich alle einen Headshot kriegen und jemand unser Fleisch klaut. Ja. Voll, mein Fleisch. Voll der Scheiß, so, weißt voll du? Voll der Futter. Du sitzt die ganze Zeit so 10 Minuten hier. Und dann kommt jemand, ballert dich einfach weg. Ja, und nimmt dein ganzes Essen weg. Aber nicht wegen den Waffen, sondern nur wegen dem Fleisch. Ja, Siggi. Wie viel Reis haben wir denn noch? 40% oder so. 40. Ja, dann beiß auch nochmal rein, dann beiß ich auch nochmal rein. Also ich mich frage, wie weit man den das Lagerfeuer denn sieht. Ja, haben wir doch gerade diskutiert, ziemlich weit. Ja, ist schon ein Stückchen, aber man muss ja... Und das Fleisch wird einfach nichts. Oh, da ist Morphium, das brauche ich. Geduld. Das ist ruiniert, genau. Deswegen habe ich das weggeworfen. Im Wald kannst du nicht deinen Müll hinschmeißen. Aber Benni, du kannst mir mal den Reis geben. Ich bin nämlich gleich auf jeden Fall starving. Wer hat denn den Apokalypse? Da kannst du nicht erwarten, den Reis? Sorry, glaube ich. Nee, der lag hier vorne. Hab ich genau. Der Benni hat den. Der Tommy hat den wieder. Nur weil es der Sarata ist. Also den schnell auch gebunkert, so sicher. Ja. Survival Game. Danke dir. Hier geht's um alles. Wer braucht den? Wer braucht den? Wer ist denn noch hungrig? Ich bin durstig. Hat jemand was zu trinken? Nicht mehr, leider. Aber wieso? Gib dir den direkt wieder. Ich habe nur einmal gegessen, Tommy, hier. Ja, ja, kein Ding. Liegt direkt vor meiner Nase. Weil jetzt bin ich nicht mehr hungry. Das ist schon mal ganz gut. Immer noch roh. Alter, wie lange dauert das? Cool, also, zeigen 80, das jetzt so. Nichts mehr sagen. Wir lassen das jetzt auch mal laufen, bis das Fleisch fertig ist. Ja, wir brauchen echt Geduld ein bisschen. Wer hat denn da seine Hose in das Feuer gelegt? Ich, damit schneller brennt. Nee, das ist eine alte Hose. Jetzt kann ich mir auf das Feuer zugreifen. Deine alte Hose. Boah, hätte ich vorher wenigstens waschen können. Wo ist doch mit Persil? Nee. Schmeckt das Fleisch danach? Also Major sagt, man sieht das auf jeden Fall. Die heißen dann anders und sehen dann auch etwas anders aus. Ich hoffe, dass die ein bisschen anders aussehen. Ja, das ist wirklich jetzt, also das hätten sie schon ein bisschen schneller machen können, finde ich. Muss ja nicht real time. Ja, schon kochen. Übertrieben, ne? Ja, also wirklich, also, naja.
Ist ja echt 5 Minuten von jeder Seite. Ja, tatsächlich. Weißt. Kannst du ja im Spiel nicht mehr ernst nehmen. Wird doch dunkler. So ich oder mal, so. Ich hoffe mal, das Feuer geht uns nicht aus. Das wäre so bitter. Ey, das sieht man so weit weg. Wenn ich jetzt, ich renne mal gerade unten auf die Straße. Das wird jetzt auch immer schlimmer, je dunkler es wird. Oh, eins ist fertig. Ja, jetzt ist fertig. Oh, schnell als Bunker, ja, weil wir wieder hoch, weil wir das Fleisch klauen. Ja, warte, Alter, lass sie erstmal alle fertig braten und dann tun wir neu drauf. Oh, man sieht, dass so, darauf warten, Alter. Junges. Da wird das noch voll das Fleisch heiß. Gar nicht. Das ist noch voll heiß. Das ist meins. Heiß. Oh, lecker. Komm, direkt das nächste Fleisch rein. Benni. Alter, wie geil. Kann man das einfach so essen? Ja. Noch rot bei mir. Oh Leute, dann lasst es euch mal schmecken, ne? I've eaten some cooked comb steak. Aber es sieht aus wie ein Hundekeks. Cowsteak. Geil, ey, ich probier's auch jetzt. Oh, ist das lecker, du. Verändert sich eigentlich nichts, also ich bin immer noch... Ja klar sind wir noch sick. Nee, aber... Wie, der hat das mit einem Happen komplett aufgegessen. Ja klar, hallo, wir sind doch alle hungrig. Ja, aber bei mir hat sich nichts verändert. Nee, bei mir auch nicht. Was eine Scheiße, Alter. Oh, das voll war die so Enttäuschung, klar. Ey. Wo höre ich mich eigentlich immer doppelt? Stimmt, beim Sarazar. War es niemals. Ist möglich. Aber ach doch, zwei Steaks, niemals jetzt bin niemals. Ich perfekt. Niemals würde ich sagen. Also die geben schon relativ viel. Also ich habe hier noch 80 Milliarden Steaks, Leute. Die müssen alle gebraten werden, ey. Ja, die nächste, also das Feuer ist voll. Wir können ja in den Topf noch welche reinpacken. Können wir noch den Holz wieder drauflegen jetzt eigentlich? Der Topf ist auch voll. Ja, müssen wir sogar gleich. Aber wir können ja nicht müssen wir noch einen Baum fällen? Ah, doch, ich kann da noch was. Müssen wir jetzt wieder 10 Minuten warten oder was? Ja, scheinbar. Aber das machen wir jetzt dann bis in die nächste Folge. Immerhin hat's geklappt und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao mit Daisy. Ciao. Endlich hat's geklappt, die Kochshow ist am Laufen und das Kochen dauert aber wirklich extrem lange. 10 Minuten oder so sah es mal jetzt knapp da, bis so ein schönes Stückchen Fleisch dann mal fertig ist. Das ist ja wie im Realtime, wie im echten Leben. Da werden wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen vorbraten und dann weiterziehen. Vielleicht auf einer Elektro, mal ein bisschen Action wieder zu bieten. Hätte ich Bock drauf, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.